Ich habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen mich dem Thema gewidmet, wie man eigenes YouTube-Kanal vorwärts bringt. Und da habe ich meinen Blick auf den Mr. Beast gerichtet. Den kennt ihr bestimmt. Das ist so ein YouTuber mit 209 Millionen Abonnenten. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist irgendwie eine andere Galaxie. Und was mache ich? Ich mache einfach einen Clickbait-Titel. 1.500 innerhalb von 2 Tagen. Dann ist es doch ein klares Signal, dass da irgendwas funktioniert hat. Also ist das jetzt gerade Pokern um All In. Hallihallo, mein lieber YouTube-Freund. Willkommen auf meinem Kanal. Ich grüße dich. Ich habe heute einen Grund, ein Video zu drehen, das sich nicht mit Autos beschäftigt. Und zwar geht es hier um diesen iPhone 6S. Den habe ich öfters als meine Kamera eingesetzt, um meine Videos zu drehen, und auf einmal macht es schlapp. Ja, das Ding ist schon ein bisschen alt. Der ist, glaube ich, schon 10 Jahre alt oder so. Und er hat schon früher seine Schwächen gezeigt, vor allem bei der Kälte. Ich vermute, dass der Akku irgendwie schon nicht mehr heile ist und sehr sensibel auf Wetterbedingungen reagiert hat. Und jetzt scheint er tief entladen zu sein. Die letzten Tage hat das Smartphone öfters gesponnen und mir praktisch erstmal 100% Aufladung gezeigt, und eine Minute später waren das nur 10 und er hat sich von alleine restartet, resettet, und auf einmal stand da wieder 10%. Und das ging jetzt mehrere Tage hintereinander so, und heute wollte ich mal in die WhatsApp reinschauen und das Ding ging aus. Und anscheinend für längere Zeit. Ich habe es seitdem nicht wieder gestartet gekriegt. Und zwar habe ich schon einige Foren durchgelesen, wie man da vorgehen kann. Die meisten sagen einfach mal für mehrere Stunden laden lassen. Aber das hat mir auch nicht weitergeholfen. Und der zeigt nur einen einzigen Bildschirm. Wenn ich das jetzt versuche anzuschalten, zeigt mir hier den entladenen Akku. Und wenn ich den Ladekabel entnehme, zeigt er mir, dass ich diesen wieder reinstecken soll. Es gibt zwar einige Tricks, wie man das zum Starten zwingt. Ich glaube, hat es sogar einmal funktioniert. Hier die leise Taste drücken und danach die Einschalttaste. Der hat versucht hochzubooten, aber dann ging er wieder aus. Ich vermute, das hat dem Akku den letzten Tritt in den Arsch bereitet. Ja, und da ich dieses Problem schon seit vielleicht 2, 3 Jahren kenne, wegen der Kälte, habe ich mir bereits einen Akku geholt. Ein Ersatzakku. Das ist zwar nicht von iPhone, nicht von Apple, aber ich vermute, so wie es verpackt ist, müsste es wertvoll sein. Das ist hier in so einem wertvollen Holzbox oder Presskarton. Scheint auch ähnlich zu sein wie die Akkus in Videos im Internet. Und das werde ich versuchen, hier einzusetzen. Und dafür muss ich als erstes natürlich meinen iPhone zerlegen. Und dazu muss ich den Kabel entfernen als erstes. Ich muss auch noch dazu erwähnen, das ist ein scharfes Smartphone. Da sind alle meine Daten drin. Also ist das jetzt gerade Pokern um All In. Ich darf dieses Stück nicht kaputt machen. Es muss alles klappen. Wie auch bei meinen allen Autos. Das ist immer eine Reparatur, die um alles oder nichts geht. Da muss man so vorsichtig wie möglich sein. So, die SIM-Karte habe ich schon entfernt. Die habe ich versucht in ein Android-Handy, was ich schon früher repariert habe, wiederum eingesetzt, aber da sind keine Daten natürlich. Das ist alles ja total schwer gerade. Ohne Smartphone und ohne Daten, da kann ich nicht mal jemanden anrufen, weil alle Telefonnummern hier drin sind. Ich dachte, die sind auf der SIM gespeichert, aber Pustekuchen. Die sind anscheinend im iPhone. Also habe ich heute einen schweren Tag. Außer meinem Smartphone ist mir heute mein hinterer Zahn gebrochen. Es ist alles auf einen Haufen. Das ist ein schlimmer Montag heute bei mir. So, jetzt
Als nächstes habe ich im Internet gesehen, muss man mit einem Föhn ein Smartphone ein bisschen erwärmen, weil der Kleber, der hier eingesetzt ist, um den Bildschirm zu halten, richtig großartig ist und hält alles fest. Aber davor werde ich hier eine schöne Sammlung von Schraubenziehern erstmal die zwei Schrauben lösen, die das Ganze festhalten. Ja, fragt mich nicht, ich habe irgendwie bei jedem Reparaturset Schraubenzieher mitgeliefert bekommen. Das ist total verschwenderisch, das weiß ich, aber irgendwie sind so heutzutage die Verkäufer, dass die jeden Bildschirmreparaturset mit eigenen Schraubenzieher verkaufen und diese Dinger dann halt für Ewigkeit irgendwo rumlummeln. So, ich muss jetzt einen Pentaflop-Lot oder wie die heißen finden, der mit einem Stern versehen ist. Der muss hier in die Schrauben reinpassen. Das sehe ich jetzt hier schlecht, weil die Schraubenzieher so nicht gute Qualität haben. So, und da muss ich jetzt rein. Da sind zwei minimalsten Schrauben, die müssen gelöst werden. So, und morgen fahre ich zu einer Ausstellung in Frankfurt, zu Formnext. Und da habe ich gehofft, dass ich mehrere Handys mitnehmen kann, um für euch schöne Videoaufnahmen zu machen. Und auf einmal habe ich ein Handy weniger. Ich habe zwar noch zwei, aber es ist natürlich 30% Ausfall. So, jetzt habe ich die Schrauben gelöst und jetzt muss ich das erwärmen. Erwärmen werde ich das mit einem Industrieföhn. Der hat schon öfters seine Dienste bewiesen, hier von Trotec. Ist richtig gutes Teil. An dieser Stelle Trotec, meldet euch, ich würde gerne mit euch kooperieren. Ich habe noch ein interessantes Projekt für euch. So, und hier kann ich eigentlich Temperatur einstellen von 50 Grad bis 650. Ich habe damit schon mal so ein bisschen sogar Blei geschmolzen und Sachen richtig zum Schmelzen gebracht. Also das Ding ist hammerhart. Da muss man auch aufpassen, dass man nichts verbrennt. So, ich mache das auf die kleinste Stufe. Sorry für die Geräuschentwicklung, das wird jetzt ein bisschen lauter. Ich mache es auf 70. So, da sieht man es. Wir gehen gleich auf 70. So. Und damit werde ich, so, dass wir die Schrauben wegpacken. Sonst werden die weggepustet. Nein, die brauche ich noch. So. Ja, es ist recht warm. Ich weiß natürlich nicht, wie stark man das erwärmen muss. Also muss ich hier voll aufpassen. Man sagt zwar im Internet, ja, erwärmt es einfach. Ja, und um wie viel Grad, wie lange? Wie Spaß ist. Ja, ich mache das alles auf eigenes Risiko. Einfach mal, um den Kleber irgendwie ein bisschen geschmeidiger zu bekommen. Es gibt auch noch zweite Möglichkeit, mit Spiritus das Ganze einzuweichen, aber das lasse ich erstmal sein. Erstmal so ein bisschen aufweichen. Ich will auch den Display nicht kaputt machen, weil ansonsten muss ich wieder 100 Euro hinblättern, um einen neuen zu bestellen. Habe ich schon öfters gemacht bei anderen Smartphones. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie stark die Temperatur ansteigen soll, damit sich der Kleber löst. Ich sag mal, das würde erstmal reichen als erster Versuch. Und jetzt habe ich so einen Saugnopf hier. Den setze ich ein. Ich hoffe, dass der Schutzscreen, der hier aufgeklebt ist, das Ganze nicht stört. Das wird wohl ein bisschen schwieriger sein, als ich dachte. Bei anderen Android-Geräten, na okay, bei meinem fünften iPhone war das auch recht einfach gewesen, den Bildschirm abzutrennen.
Wie gesagt, Sorgen bereitet auch noch, dass es mein scharfes Gerät ist. Das ist jetzt kein Spielzeug, was ich nach Belieben kaputt machen darf. Ich werde mir demnächst irgendwas Neues holen, vielleicht den 15. iPhone. Was habt ihr für Erfahrung damit? Wer das vielleicht schon einsetzt? Die kosten einfach Schweine viel Geld. Aber ich vermute, ich könnte damit für euch sehr schöne Videos drehen. Vor allem auch das, was die Qualität angeht. Ich konnte nun den Fuß in die Türe bekommen. Wie man hier sieht, habe ich das schon reingesteckt. Das ist extra von mir angeschafft, das Teil, damit es einfach hereinkommt. So. Und jetzt mache ich vorsichtig das Ganze lösen. Und das wird auch im Internet empfohlen, dass man den Display von dieser Seite anfängt zu lösen, weil an der anderen Seite sind die Stecker von dem Touchscreen und überhaupt die ganze Ansteuerung. Und deswegen wäre es sinnvoll, hier anzufangen und sich vorsichtig gegenüber dem Ende vorzuarbeiten. Er macht auch so lösende Geräusche. Wie man das so kennt von Klebeband, wenn es sich löst, so knackernd. An dieser Seite ist es schwieriger. Ich hoffe, dass der Akku, den ich als Ersatz gleich einsetze, dass der nicht auch mit der Zeit schon bereits tiefentladen ist. Das wäre natürlich doof. Das Handy zerlegt, aber kein Ersatzakku parat. Ja, es wird wohl wieder jemanden geben, der in Kommentaren schreibt, dass ich mir kein gescheites Smartphone leisten kann, dass ich mein eigenes selbst repariere. Ja, an dieser Stelle Grüße an denjenigen, der mir das schon mal unter meinem Video geschrieben hat. Also wenn ich die Sachen repariere, heißt es lange nicht, dass ich kein Geld habe, um mir was Gescheites zu holen. Das ist einfach nur, weil ich daran Spaß habe und etwas Schönes für euch aufnehmen will. Das macht mir einfach Spaß. Und wie viele Menschen kennt ihr, die bereit sind, eigene Sachen zu zerstören, beziehungsweise bereit wären, das zu zerstören und Risiko überhaupt angehen, anstelle von einfach von irgendeiner Werkstatt Gebrauch zu machen, wo man sicher ist, dass da alles mehr oder weniger glatt läuft. Das macht doch viel mehr Spaß, da spürst du das. Ja, ich schweige ab und zu, weil ich unter Spannung stehe, um das nicht zu brechen. Ja. Wenn du die Sachen selbst reparierst, spürst du, dass die Sachen dir tatsächlich gehören, weil du darfst es kaputt machen. Wenn du Angst davor hast, deine Sachen kaputt zu machen, dann gehören die dir doch gar nicht. Dann ist das irgendwie komisch. Zwar hast du es gekauft, aber du entscheidest nicht über ein Schicksal von dem Zeug. Also deswegen habe ich das auch bei Autos so, das Gefühl, wenn ich das Auto noch nicht repariert habe, dann gehört es mir noch gar nicht. Dann habe ich gar nicht das Gefühl, dass es meins ist. Und erst mit 2, 3 Reparaturen, wenn ich schon einige Sachen angefasst habe und ein paar Teile kaputt gemacht habe, dann fühle ich, okay, das ist jetzt mein Fahrzeug. Da darf ich jetzt rein, da darf ich Sachen kaputt machen, weil ich diese sowieso dann später wieder selbst repariere. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und vor allem ist es auch Geschicklichkeitsübung, wenn du so Sachen reparierst, wo du überhaupt keine Ahnung hast, macht es dich einfach zu einem besseren Menschen, weil du
Sachen lernst, die du eigentlich in meinem Leben gar nicht brauchst. So, jetzt habe ich es aufgemacht. Da ist noch ein bisschen Kleber, glaube ich. Ja, da ist Kleber, der das Ganze festhält. So, zum ersten Mal blicke ich in mein iPhone rein. Also in diesen. In meine früheren habe ich schon öfters reingeblickt. So, also aufgemacht habe ich das jetzt schon mal. Das ist gut. So, als nächstes müssen wir zuerst den Akku abtrennen, damit keine Kurzschlüsse entstehen, falls ich irgendwas blöd berühre. Dafür muss ich hier diese kleine Platine abschrauben. Jetzt muss man vorsichtig sein, weil alles am Kabel hängt. So, hier, die da muss ich abschrauben. Die verdeckt den Anschluss von dem Akku. Und wie gesagt, das macht mir einfach Spaß, vor allem Kommentare zu lesen, wenn ich ein schweres Video gedreht habe und dann vielleicht eine oder zwei Wochen Arbeitszeit da reingesteckt habe und mir Menschen dann schreiben, Dankeschön, das hat prima funktioniert, ich war aufgeschmissen und wusste gar nicht mehr weiter. Das macht mir einfach super viel Spaß, diese Kommentare zu lesen, weil ich Menschen geholfen habe. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber macht einfach Spaß. Ich glaube, derjenige, der das mal selbst erlebt hat, weiß, worum es geht. So, da muss man natürlich mit Plastikwerkzeug ran, damit ich nichts zerkratze und nichts kaputt mache. Und durch eine kurze Geschichte am Rande, wo ich das mache. Ich habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen mich dem Thema gewidmet, wie man eigenes YouTube-Kanal vorwärts bringt. Und da habe ich meinen Blick auf den Mr. Beast gerichtet. Den kennt ihr bestimmt. Das ist so ein YouTuber mit 209 Millionen Abonnenten. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist irgendwie eine andere Galaxie. Und da habe ich bei dem reingeguckt, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, womit er angefangen hat. Also seine allerersten Videos. Und da fand ich sehr spannend, was er dort alles gedreht hat. Ja, worauf ich hinaus will. Ich habe seine Videos angeschaut, er hat ein paar Tipps gesagt, auch in seinen Interviews, dass man halt Menschen erreichen muss, damit die Videos besser angeschaut werden. Und dann habe ich einfach mal Witzes wegen ein Video von mir. Meine Tochter war irgendwie daneben und ich hatte keine richtige Zeit, mich so dem Thema zu widmen und dann einen richtigen Thumbnail zu machen und irgendwie einen Titel auszudenken. Und was mache ich? Ich mache einfach einen Clickbait-Titel. Einfach mal sowas, was Blödes, was man selbst hasst, was einen neugierig bleiben lässt, wenn man das Video nicht anschaut. Und siehe da, einen Tag später ist das Ding explodiert. Ich war total bluff, weil das habe ich gar nicht erwartet, dass so ein kurzes Video, was eigentlich viel weniger Inhalt und viel weniger Nutzen hat als meine anderen Videos, auf einmal so stark in die Höhe schießt. Und dann schreiben mir noch einige Kommentatoren rein, ja, du müsstest das Video noch anders benennen, damit es die Zielgruppe erreicht. Und wäre das nicht 20-fach performanter gewesen, dann würde ich das noch glauben, aber wenn meine anderen Videos irgendwie nur 100 Views pro Woche bekommen und dieses auf einmal 1.500 innerhalb von 2 Tagen, dann ist es doch ein klares Signal, dass da irgendwas funktioniert hat. Also irgendwie bekomme ich jetzt gerade hier den Stecker nicht gelöst. Jetzt muss ich mich konzentrieren, sorry. Ich muss mal den Ersatzstecker anschauen, dann weiß ich, worum es geht. So. Ah ja, ich habe falsches Ding versucht zu lösen, natürlich. Ja, das passiert, wenn man
eine Sache zum ersten Mal macht. Man macht Fehler oder Fehlgriffe. Das ist natürlich irgendwie ganz komisch hier. So, ich muss das anders anschauen. Und ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, warum das Ding sich so schwer lösen lässt. Ich muss mir noch eine Lichtquelle holen. So ein riesen Ding. Ja, und meine andere Lampe macht gerade schlapp. Ja, natürlich. So, okay. Ihr werdet zwar gerade nicht sehen, aber dafür werde ich was sehen. Eine kurze Zeit lang nur. Ich habe es. So, der Stecker ist jetzt gelöst. Da ist er, der kleine. Jetzt kann ich den Bildschirm trennen. Und dafür brauche ich einen Kreuzschraubenzieher, um wieder so eine Schutzplatte zu lösen. Diese da. Das sind 5 Schrauben. Da muss man höllisch aufpassen, weil wenn man diesen Schrauben den Kopf wegdreht, kommt man nie wieder an die Stecker, die sich darunter befindet, an. Die sind entweder Schraubenzieher total beschissen oder ich verstehe was nicht. Die greifen gar nicht. Mal gucken, ob ich was noch kleineres habe. Zu passen. Wer hätte denn gedacht, dass so ein monströses Schraubenzieher auch passen würde? Und immer schön die Schrauben so platzieren, wie die rausgeholt wurden, damit man später weiß, welche Schraube an welcher Stelle wieder zurück reingeschraubt werden muss. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum muss man denn überhaupt das Display abschrauben? Und die Antwort ist, wegen dem Versiegelungskleber bzw. Versiegelungsaufkleber. Der kommt mit dem Ersatzpaket, um Bildschirm wieder an die Stelle anzukleben. Und damit man das schön aufkleben kann, muss man das Bildschirm trennen. Was ich natürlich ungern mache, weil jeder getrennte Kabel ein Risiko mit sich bringt. Achso, das sind keine 5 Schrauben, das sind nur 4. Eine gehörte nicht dazu. Nicht verschwinden. Und vor allem, ja, das ist auch ein Riesenthema. Die Schrauben sind so winzig, dass ihr höllisch aufpassen müsst, damit diese nicht abhauen. Sonst findet ihr diese nie wieder. So, und jetzt für euch einen Blick rein. Da sind jetzt die Stecker von dem Display. Und die gehören natürlich auch getrennt. Mal vorsichtig sein, nicht dass ich etwas zu viel trenne. Wie gesagt,
Einen neuen Bildschirm möchte ich nicht riskieren. Alles vorsichtig machen. Es scheinen drei Stecker zu sein. So, ich habe es. Ich habe den Screen getrennt. Da ist er. Und das ist das Innere von dem iPhone 6S. Falls einer Interesse hat, seinen eigenen zu reparieren, kannst du jetzt reinschauen, was es hier alles gibt. So. Jetzt mache ich erstmal die Kleberreste weg, die hier am Rande noch festkleben. Mal den Kleber, damit ich später wieder eine plane Fläche habe, wo ich den neuen aufbringe. Und das mache ich jetzt ohne Kamera. Das will ich euch nicht antun. Da sind viele kleine Stückchen dabei. Hier übrigens noch eine Geschichte am Rande, wenn ich diese erzählen darf. Ich habe mal, ich repariere also Sachen einfach mal hobbymäßig, um meine Skills zu verbessern. Und einmal habe ich auf der Straße ein kaputtes Android-Handy gefunden. Und der war nicht einfach kaputt, der wurde anscheinend extra kaputt gemacht. Da hat einer ihn in praktisch so eine Boomerang-Form reingebogen. Ich weiß nicht warum, vielleicht hatte jemand schon die Nase voll mit dem. Aber der hat es nicht verstanden, wie man ein Handy richtig kaputt macht. Der hat es genau in der Mitte durchgebogen. Und in der Mitte bei einem Smartphone befindet sich eigentlich nur der Akku und so Kleinigkeiten. Vor allem bei Android-Gerät waren da glücklicherweise nur Kabel und die biegen sich natürlich fleißig mit. Und das Teil habe ich nach Hause genommen. Der Screen war natürlich hin, aber alles andere war heile. Ich habe mir einen neuen Ersatzscreen gekauft, eingesetzt und jetzt gerade filmt dieser Handy die Aufnahme jetzt. Funktioniert einfach perfekt. Richtig schönes Gerät. Soweit dazu, was Menschen alles wegwerfen und versuchen kaputt zu machen. Und die Sachen trotzdem noch intakt sind und den Dienst erweisen. Und vor allem auch guten Dienst. Dieser Handy funktioniert jetzt bei mir als Ersatzhandy, wo mein iPhone schlapp gemacht hat. Sehr schönes Handy übrigens. Ich glaube, das ist A50. Der Galaxy A50. Aber haut mich jetzt nicht aufs Wort fest. Ich glaube, das ist ein A50. Kann mich aber täuschen. Weil ich mehrere davon habe und die haben alle irgendwie unterschiedliche Bezeichnungen. Also Leute, bitte schöne Geräte nicht wegwerfen, sondern einfach eine freie Minute finden und versuchen zu reparieren. Dann habt ihr daran Spaß, auch wenn es kaputt geht, dann ist es nicht zu schade und ihr sammelt ein bisschen Erfahrung, wie man was Gutes für die Umwelt machen kann. Weil so ein Handy zu produzieren, kostet schon immens Energie. Und wenn man es reparieren kann, dann ist es natürlich viel besser, als wenn man das einfach irgendwie wegwirft und wer weiß, wo das dann landet. Vielleicht in irgendeiner Müllverbrennungsanlage und das wäre das Schlimmste, weil so viele Edelmetalle da drin versteckt sind. Und so viel Arbeit da drin steckt. Ist einfach zu schade. So, jetzt aber wirklich eine Pause einlegen und dann mache ich das Handy sauber. Jetzt kann man auch den frischen Aufkleber hier aufbringen. Es waren Bestände, Restbestände von dem Kleber auf dem Bildschirm. Alles weg. Jetzt als nächstes baue ich den alten tiefentladenen Akku aus. Um das zu machen, muss ich die zwei Kleberstreifen, die hier das Ganze festhalten, rausziehen. Die sind mit kleinen Nasen hier vorne aufgeklebt. Diese Nasen kann man lösen. Und darunter befindet sich der Aufkleber, den man, beziehungsweise Aufkleberstreifen,
den man vorsichtig rausziehen kann. Clevere Technologie, muss ich sagen. Die sind hier aufgeklebt, die zwei Endstücke. An diesen muss man ziehen. Ich brauche noch eine Pinzette. Mit Pinzette immer vorsichtig sein, weil die könnte etwas zerkratzen oder irgendwelche lebenswichtige Teile runterreißen von der Platine. Deswegen immer vorsichtig. Und langsam fängt das an nachzugeben. So ziehe ich das vorsichtig raus. Hauptsache nicht abreißen, weil sonst wird es fummelig. Gerade gesagt und dann gleich abgerissen. Immer mit Fingergefühl. Also so einfach geht das nun auch nicht. Ich will das nicht jetzt zu stark ziehen, aber ohne Zug will es nicht rauskommen. Das versucht ständig abzureißen. Und schön mit Fingergefühl. Wie immer. So, nach und nach kommt es raus. So, das Endstück ist raus. Also, der eine Aufkleber ist weg. Jetzt der zweite. Immer Stückchen für Stückchen rausziehen.
Ja, wo ich das rausziehe, noch eine kurze Geschichte, was ich neulich entdeckt habe bei dem gleichen Blogger, dem Mr. Beast. Ich habe ja angefangen, seine allerersten Videos anzuschauen, da wo der gesamte Anfangs mehr oder weniger Müll sich befindet. Und da habe ich entdeckt, ja okay, das ist halt sind Videos gewesen, die ein No-Name-YouTuber hochgeladen hat. Und eins davon war einfach ein Versuch, der hat dort geschrieben, mal sehen, ob dieses Video 1 Million Like bekommt. Likes. Und da war nichts außer diesem Text, einfach schwarzer Hintergrund und dieser Text geschrieben. Und das Video ging halt so 10 Minuten oder so. Kann mich aber irren. Also auf jeden Fall war ein Video, was man innerhalb von halber Minute bei YouTube hochlädt. Und was glaubt ihr? Unter diesem Video waren mehrere Millionen Aufrufe. Mehrere Millionen. Das heißt, der Typ hat einfach mal in halber Minute irgendwann mal so ein Video hochgeladen und dadurch, dass er total bekannt wurde, dieses Video ihm einfach mal Werbeeinnahmen in Höhe von mehreren tausend Dollar gebracht hat. Einfach ein Video, was halbe Minute zu erstellen ist. Das muss man sich über die Zunge zergehen lassen. Einfach mal in sich investieren, und wenn man irgendwann mal erfolgreich wird, bringt auch letzter Mist und Unnutz Geld ein. So, und ich habe in dieser Zeit meinen Akku gelöst. So schmal und elegant ist das, aber ist halt tief entladen und lässt den iPhone nicht mehr einschalten. Ich vergleiche das gleich mit dem neuen Ersatzakku. Es scheint ein bisschen dicker zu sein. Vielleicht wegen der Verpackung. Von der Länge passt es. Von der Dicke ist es ein bisschen dicker, also breiter, meine ich. Und von der Kapazität. Der alte Akku ist, na, wo ist die Zahl? Die Zahl ist gar nicht da. Ja doch, 6,55 Wattstunden bei dem Originalteil und bei dem neuen sind das 8,4, also um etwa 2 Watt pro Stunde mehr. Interessant. Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Mal sehen, ob das reinpasst. Ja, das passt rein. Kommt wie reingegossen. Es hat sogar noch ein bisschen Spiel. Okay. So, bevor ich das einklebe, werde ich noch... Oh, Entschuldigung, hab die Kamera bewegt. Bevor ich das einklebe, werde ich noch den Bildschirm anschließen und versuchen, das Handy einzuschalten. Mal sehen, ob es angeht. Das wäre sehr wichtig bei der ganzen Geschichte, dass es angeht. Ja, und was ich jetzt gerade mache, macht mir bitte nicht nach. Man darf die elektronischen Teile nicht mit bloßem Finger anfassen, weil kurze statische Entladung könnte das gesamte Gerät abflackern lassen. Irgendwie kriege ich den Akkukontakt nicht drauf. Sehen tun die gleich.
So, erstmal den Kontakt einstecken und dann Akku reinlegen. Ich mache es erstmal einfach zu, ohne die ganzen Schutzplatinen drauf zu schrauben, und lege Strom an. Hoffentlich wird es den gesuchten Erfolg bringen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Den Saugnopf wegmachen, damit man es schön sehen kann. Na komm, lass mich nicht im Stich. Da-da-dan, da-dan. Das freut mich jetzt. Na, komm, jetzt hochladen. Hochfahren, hochfahren, komm. Ja, ich vermute, der Akku ist leer. Er muss ein wenig geladen werden. Das ist meine große Hoffnung, weil alles andere wäre komplizierter. Ja, ich lasse es erstmal kurz laden und dann machen wir weiter. Aber der Screen ist in Ordnung und Akku scheint auch funktionsfähig zu sein. Also, folgender Fazit. Der Akku hat anscheinend die letzten Jahre im Karton nicht überlebt. Der Handy lässt sich nicht aufladen, nur zeigt die ganze Zeit hier die Versuche zu starten und geht nicht weiter. Liegt anscheinend an dem Akku. Ich werde ein neues kaufen und dieses Video fortsetzen, aber jetzt an dieser Stelle ist das mal Schluss, weil ich jetzt eigentlich nichts weiter damit machen kann, außer jetzt hier die Platten wieder anzuschrauben, damit die nicht verloren gehen. Und ich danke dir für deine Zeit, dass du es vollständig angeschaut hast. Ich freue mich auf dich in dem zweiten Teil, wo ich das wieder zusammensetze mit neuem Akku und das auf Funktion teste. Es geht ja natürlich in diesem Video nicht in erster Linie um das Reparieren des Handys, sondern eher um unsere Gespräche, hoffe ich mal. Und ich wünsche dir, dass du nie mit einem iPhone 6s zu tun hast, dass du immer neue Handy hast und damit keine Probleme kriegst. Danke dir fürs Zuschauen, abonniere meinen Kanal, um meine weiteren Videos nicht zu verpassen. Ich werde das zweite Teil irgendwann mal drehen dazu. Ich würde mich auf deine Likes freuen, schreib deine Kommentare, deine Verbesserungsvorschläge, deine Themen, die du gerne angesprochen haben willst. Es gibt noch einiges, was ich dir erzählen kann. Und wir sehen uns in meinen anderen Videos. Bis dann. Mit dir war ich, Sergej Kalmagorov, und wir sehen uns irgendwann mal. Ciao.